Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead Island und zwar im Together mit dem Buddha. Und ich würde sagen, oh yeah, weiter geht's. Auf jeden Fall. So, wir wollten ja irgendwo hin. Zum Rettungsschwimmerturm wollten wir. Richtig. Oh, die lebt noch. Ja, nimm mein heftiges neues Messer. Hier ist noch ein Besenstiel. Okay. Oh, hast du es gehört? Oh mein Gott. Der hat gut geschrien, ne? Jetzt hat aber jemand satt in seiner Vagina. So, noch ein Energy Drink. Om nom nom nom. So. Ich hab einen Snack. Nom nom nom. Hier ist noch ein Messer. Ah, hier ist ein Koffer drin. Hoppsa. Den probieren wir natürlich erstmal. Oh, was war das? Ich hab auch was gedrückt. Boah, Slow-Mo. Okay, Kuh macht gar nichts. Kuh? Ne, Kuh macht nichts. Hier drin liegt noch was. Ah, ein Portemonnaie, sehr schön. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich mir das Messer erstmal aufhebe. Hast du das Messer hier mitgenommen? Oder brauchst du nichts mehr? Ah, da hab ich noch gar nicht reingeguckt. Was haben wir denn da? Ermüdendes Eigenbaumesser. Na komm, nehmen wir mit, da liegt auch noch ein Energy Drink rum. Zack. Ich höre hier noch irgendwas atmen. Ich hab hier irgendwie noch einen Typen. Hinten kommt einer. Also man sieht das gar nicht, dass das Zombies sind. Ich hab hier noch eine, soll ich mal so eine Flasche, Flasche hinschmeißen? Oh, irgendwas kommt schreien auf mich zu. Ah. Bam, voll umgetreten. Zack. So. Die Flamme, wie bringt man die denn zum Explodieren? Muss man dann da drauf werfen oder was? Ja, ich denke mal, ja. Sollen wir mal, guck mal, da vorne steht doch einer, den schmeißt einfach mal was an den Kopf. Hier ist auch noch einer. Die lebt noch. Warte. Warte, ich will dir das noch ein paar Mal geben. Du brauchst Gas. Wir sind von Eon, nimm es! Sonst musst du dir nochmal ins Gesicht treten. Bitte. Also, hast du sie getötet? Oh. Sorry. Jetzt ist sie tot. Hier liegt noch ein rostiges Rohr. Ich glaube, ich nehme nochmal dieses rote Ding mit. Dieses übergroße. Minimal. So. Ah, guck mal, wir müssen aber eigentlich hier hinter, ne? Ich will ihm das bloß einmal schenken. Warte. Hab ich noch irgendwas, was ich schmeißen kann? Ach, das ist ja eine. Hast du was, was du schmeißen kannst? Ja, wird sich jetzt nur nicht mehr lohnen. Ach, er ist schon da. Ja. Okay, Kumpel, du musst mal weiter zurück. Noch ein Stück. Ich schieb dich mal ein bisschen. Wir haben was. Ich will doch bloß was testen, Kumpel. Mach mal. Ich platziere das mal nochmal neben ihm. Das Geräusch dabei ist auch so geil, wie so aus so einem alten Bud Spencer Film. Oh! Oh. Das hat doch mehr Bums gemacht als gedacht. Das war jetzt aber nicht mal gutes Messer, ne? Ich hab keinen Schaden bekommen, ne? Ne? Ich hab mein Paddel geschmissen. Lebt er noch? Ne, dem sein Kopf ist Matsch. Okay, da hinten brüllt irgendwer immer lauter. Ich glaube, wir sollten woanders lang. Genau, ich glaube, wir sollten da lang, wo wir eigentlich lang sollen. Zack! Ab hier nach oben. Oh, wie die gleich aus der Puste ist. Alter, ah, da vorne ist ja Kundschaft. Fang. Morgen! Ja, das ist das richtige Messer. Ich nehme die alte hier. Okay, ich nehme ihn. Oh, ins Auge! Oh, hier ist ein Zaunbrett, das nehme ich. Was, ein Zaunbrett? Oh nein, was habe ich denn jetzt genommen? Irgendeinen komischen Stock? Naja. Vielleicht ist das noch für irgendwas gut. Guck mal, da sind Nägel drinnen. Oh. Nehmen wir noch eine Energy-Drink. Ein paar blutige Adiletten. Nö, ja, aber ich trinke. Hopsa. Mach's gut. Dann trinke ich ihn halt. Was liegt da hinten rum? Nix. So, ich und mein Zaunbrett. So, aber jetzt mal ehrlich, das ist schon eine schöne Gegend hier. Ja, ne? Also riecht zwar ein bisschen muffig nach Toten. Naja, ein bisschen wie Bries, wisst ihr schon. Hier liegt noch ein Rohr. Schweres Rohr. Ja, ja. Warte mal, ich schenke ihm mal was. Boah, ich hab ihm einen Headshot gegeben. Buff. Auf den Kopf. Ah, ich kann's da schon nicht. So, Jungs, jetzt ist hier aber mal Ruhe. Ich möchte wir müssen uns hier konzentrieren. Wer schreit denn hier noch rum? Gibt noch was? Ich sehe nix. Energy Drink. So, erstmal weggeschüttet. Müssen wir, ah, guck mal, hier müssen wir rein. Geht das überhaupt auf? Na, ach, du hast jetzt eine Karte. Ja, die haben wir ja geholt in der Quest zuvor. Genau. Oh. Ah, du Schlampe. Ich hab dich gerade nicht getreten. Ey, hey. Was willst du denn hier? Hm.
Ich kick die alle immer nur weg. Boah, ich hab grad voll den Kopf zerdrückt. Ah, stirb. Boah, die haben ja gerade guten Sandwich genommen, die Alter. Lebt die noch? Mann, stirb doch, ich hab auf den Kopf. So. Oh, hier brennt irgendwas, oder? Ach doch, nee, das war der rote Kreis. Ich dachte gerade, die Gaspuddel brennt, ey. Schnell wegrennen. So. Ja, sieht sicher aus, ne? Jo. Dring in den Rettungsschwimmerturm ein. Na, machen wir das mal. Ich betätige mal hier das Knöpfchen. Mal schauen, was passiert. Oh, endlich mal ein Zombie. Oh, der ist aber... sehr gewalttätig. Echt. Bisschen Glasaugen, ne? Aber hat's All-Inclusive-Bändchen an. Warte mal, ich schmeiß immer gleich so ein Ding an den Kopf. Ich hab hier noch so eine Buddel. Ich der ist ein bisschen lauter. Der ist auch größer wie die anderen. Und der läuft langsamer. Boah, Tatsache. Fang! Hey, geh du nochmal da weg. Warte mal. So. Ich hab Feuer, soll ich den anzünden? Ich hab Feuer. Genau. Ja, du bist jetzt erstmal Ruhe da. Wir versuchen uns hier zu konzentrieren. Der ist schon tot, das ging ja einfach. So ein bisschen Gasbuddel. Boah, das war ja übelster Bossgegner. Guck mal hier, der hat einen schweren Hammer. Boah, den nehme ich jetzt mal mit. Könnte man auch ganz leicht falsch verstehen. Energy Drink? Na ja, komm. Hier gibt es noch Energy Drinks für kostenlos. Jo, nehme ich. Oh, können wir das hier aufmachen? Ja, nein, aber da ist auch nichts drin. Ja, dann schauen wir mal, was hier drin so gibt. Ermüdendes Eigenbaumesser. Das ist das, was ich eben weggeschmissen habe. Kann man das eigentlich später verkaufen oder so? Ja, Lobig. Oh, da kommt irgendwer übelst auf mich zu. Mann. Komm her. Ich hab übelst die Kombo gerade gemacht. Ist das schon wieder irgendwer? Ja, das ist oben. Aber wir müssen ja erstmal gucken, ob das hier sauber ist. Was? Achso, ich mach mal hier die Funsel an. Bam. Ja, hier drin würde ich gern rein. Da kann man den Schrank öffnen. Aber achso, man kann hier außenrum rein. Na, ich geh mal auf Toilette, ne? Jo, bis gleich. So, der ist schon tot. Der ist schon tot vor allem, wie alle anderen halt auch. Richtig. Elektroschrott, sehr schön. So, wo bist du? Hier? Bam. Ja, ein Energy Drink. Ich schmeiß mit Paddel. Hier ist noch ein Fakt auf dem Schreibtisch von Banoi Herald. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ich will wissen, wie stark die Mollys sind. Geh mal zurück. Wow. Ja, schmeiß er durch die Luke, ich schmetzle hier hinten gerade einen nieder. Feuer! Oh, oh Gott! Ich brenne! Ich hab ein Wassereimer. Boah, die brennt aber auch ganz schön, ja? Boah, vor allem, wie sie schreit dabei, die ist schon mal geplatzt, ja? Ja gut, sie ist auf den Stuhl gefallen. Ja, oh yeah. Das ist ein Argument. Brennen wir immer noch? Erstmal ein Energy Drink. Oh, blablabla. Na, jetzt müssten wir hier aber lang können. Oh, meine Taschenlampe ist gleich alle. Stimmt. Na so, Half-Life-mäßig, ich muss da mal ein bisschen aufladen lassen. Ja. Durchsuchen. Große Batterie. Hier ist nochmal ein Fakt. Boah, ich hab Motorteile für $375 bekommen. Was? Wieder eine große Batterie. Die betreiben ihre Rechner hier alle mit Batterien. Ich hab auch Motorteile bekommen. Ja, bei mir waren die, waren grünes Item. Was war da noch? Achso, das war nur das Telefon. So, hier hinten geht's nicht weiter. Dann müssen wir nach oben, ha? Weil hier unten haben wir ja soweit alles. Der ging rum. Mayday, 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 ruft einer. Hier ist noch ein Schrank mit Stacheldraht. Oh. Warte, ich muss dieses Tor aufmachen. Oh, sieht doch sicher aus. Oh, Flugzeug? Flugzeug? Ich höre ein Flugzeug, siehst du's? Ich auch. Da, nein. Über uns. Siehst du's? Nee, ich sehe die ganzen Zombies, die hier vorne rumstehen. Oh, nehmen wir die. Ja, ich hab wieder ein Upgrade vor allem hier, ein Level Up. Oh, ich hab die alte voll von da oben runtergetreten. Zack, in den Hals geschnitten. Boah, der hat $100 bei. Was war denn bei ihm? Ein reicher Fettsack. Jetzt hab ich das Flugzeug nicht gesehen. Da war ein Flugzeug und es ist irgendwie, glaube ich, abgestürzt. Oder es ist da hinten gelandet. Ich hab's nur gehört. Da trinkt man nochmal einen Schluck. Ist hier noch irgendwas? So, da oben ist eine Tür. Wir können ja mal kurz den Ausblick genießen. Oh, ist das schön. Ey, du und ich, du bist doch so ein bisschen schwarz. Hm? Ey! Wir haben hier Wichtigeres zu tun, als zu flirten. Sorry.
Ja, ich habe gerade die Wand angedrückt und die Tür ging auf. Ja. Heimschalter. Da sitzt noch Kundschaft. Wow, ihr habt mich! Das ging ja einfach. So, erstmal den Computer plündern, bevor wir hier irgendwelche Funkgespräche machen. Richtig. Ich hab die Na gut, gefunden. Dann funke ich mal Cinemoy an. Okay. So, wir sollen. Achso, Video. Yay. Wo kommt Hin jetzt her? Von unten am Strand. Safe Zone. Na, da guckt der doof. Ja. Und er hat sich hoch teleportiert. So, jetzt bekommen wir. Hackmesser. Na, oder? Vielen Dank. Guck mal, gibt's eine Schnellreisefunktion. Na gut, die können wir jetzt noch nicht nutzen, oder? Doch. Hilf Mike und Dominik. Oh, dann Alter, erstmal auf der Frage. Auf die Minimap? Stimmt, voll viele Symbole. Hoppala. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you could get it for us? Jetzt nimmt er hier Quests an. Schämlich. Ja, wir gingen ihn komplett voll die Laber. Bring it back as soon as you can. Sehr schön, geht zum Leuchtturm. Ich guck mal, was hier oben auf dem Dach gibt. Ich würde sagen, wir machen erstmal die ganzen Ausrufezeichen, die ganze Quest abnehmen, wa? Ja, alle annehmen und dann würde ich sagen, arbeiten wir die nach und nach ab, ja. Genau. War da oben was? Ne. Und er ruft direkt, try it the other way. Ja, nur mit der Ruhe. So, trinken wir noch einen Energy Drink. Wir müssen ja fett bleiben. Fehlt so ein Energy Drink eigentlich auch die Ausdauer voll? Nee, ne? Nee. Nee, glaube nicht. Nee, schade. So. Ja, den Hank. This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere. Shame though. It's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? Durchsuche Autowracks in der Nähe, Autowracks vor allem in der Nähe nach Ersatzteilen und komm mit 4 Ersatzteilen zurück. Schwierigkeitsgrad sehr einfach, Belohnung 300 EP. Ja, das I'll nehmen wir natürlich an. Excellent. You locate those parts. You know where to find me. Jo, sowas können wir ja nebenbei machen. Jo. Aber noch Quests, Alter, wie viele Quests hier gibt. Deswegen sag ich, aber die sind oben doch alle, oder wie sind die? Also ich finde, bloß oben sind immer hier so viele Ausrufezeichen. Hier hinten ist noch Mike. I feel like I'm back in fucking Iraq. Ach, die sind draußen vor der Tür irgendwie alle. Ja. Also ich nehme ihn jetzt hier mal an, den Mike. Mach mal. These bodies are starting to rot. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station. Ach, die sind da noch unten drinnen, Mensch. Das kann natürlich sein. So, nächste Quest ist Asche zu Asche. Hole Benzin von der Tankstelle, um den Leichen zu verbrennen. Schwierigkeitsgrad sehr schwierig. Belohnung 900 EPs und wir bekommen einen Molotow. Yes. Okay, um einfach eine Gasbuddel zu holen. See if you can find a car. That way you can move more gas. Da müssen wir erstmal ein Auto zu finden. Achso, ich habe noch Fähigkeitspunkte. Dann verteilen wir die direkt mal hier in. Was war das? Haltbarkeit. Dann gehe ich jetzt mal auf Haltbarkeit durch die ganzen Messer. Das werde ich dann erstmal hochsetzen, jetzt glaube ich. So, okay. Ja, die sind irgendwo anders anscheinend, die Quests. Na, hier drinnen. Hier geht's ja noch rein. Achso, stimmt ja. Wir waren noch unten an diesem Bereich. So, na dann schauen wir mal. Hier drin hockt Ach, Wayne. Jetzt ist auf einmal Licht. Ah, hier ist ein Händler. Handle mit Wayne. Rochenschwanz. What the fuck? Ach, das hat er. Könnten wir kaufen. Rochenschwanz für 2000 Oben, Dollar. Oben, der Reiter verkaufen. Naja, ich hab nur gerade so zum Spaß geguckt. So, hinfälliger Stock. Weg damit. Kraftloses Eigenbaumesser. Weg damit. Das hier macht gut Schaden, das reparieren wir mal gleich. Das Paddel kann weg. Ja. Das behalten wir auf jeden Fall. Was kann denn das? Okay.
Das hier kann auch weg. Das behalten wir uns auch mal. Das auch. Das auch. Der hier kann weg. Und den Alkohol behalten wir uns natürlich auch. Richtig. So, hiervon verkaufen wir mal nichts, würde ich sagen. Von diesen ganzen komischen Zubehördingern da. Gut, weitere Quests. Mal auf die Minikarte gucken. Hier drin sitzt einer. Guck mal, die macht Yoga. Was, kann mir jemand helfen, die Tür zu öffnen? Goddammit, somebody help me with this goddamn door! Hey, remember me, mate? I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Tür aufbrechen. Schwierigkeitsgrad einfach, hilft Jack zur Krankenstation zu gelangen. Gibt 500 EPs und Bargeld. Jo, na denn. I appreciate it. Go on then. Traust du dich? Na klar. Aber machen wir das noch in dem Part hier. Na wunderbar. Ah, ich höre es schon knurren. Leg hoch. Ich halte meine Keule schon bereit. Hopsa. Bam. Oh. Ich habe Alkohol getrunken. Verdammt. Dann verprügel ich ihn einfach. Ah, ich habe Alkohol getrunken. Stirb. So, direkt mal hier die medizinischen Vorräte klauen. Schon wieder ein Telefon. Alter, ich bin übelst verpeilt. Ich sehe gar nichts mehr. Guck mal, hier stehen Schmerztabletten rum. Ich nehme es mal mit. Verband typ auch. Typ schwankt übelst. Oh, jetzt ist es vorbei. Ja, wenn du besoffen bist, hallo? Jo. Guck mal, wie ich vom Licht stehe. Hier. Ah. Okay, gut. Dann geben wir die Quest direkt ab, würde ich sagen. Good on you, mate. Now let me get to work. Ja, mach mal. Hier gibt's noch $35. Die hättest du dir auch behalten können. Ja. Oh, wie liegt sie denn überhaupt hier? What a bloody disaster. Oh, man kann hier noch was annehmen, anscheinend. We need to think of another way. Will you help me? I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Jo, suche einen Rettungswagen und ein Fahrzeug der Rettungsschwimmer und bringe Sanitätstaschen zum Turm. Schwierigkeitsgrad mittel, Belohnung 100 EP und der Rest kann ich lesen. Ah ja, Mama, natürlich auch. Richtig. So, ich würde doch sagen, wir nehmen jetzt noch alle Quests hier an, bevor wir den Part beenden. Hier ist der nächste. Wie heißt du? Max Portman. Kelly's worried about her husband Will, but I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Na klar, machen wir doch. Schwierigkeitsgrad mittel 700 EPs und eine Eigenbaumachete, sehr cool. Suche nach Kellys Ehemann. Definitely. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District Bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. Alles klar. Schauen wir noch mal. So, noch zwei Quests müssen wir annehmen. Steven. Why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way out the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Schwierigkeitsgrad einfach. Suche Maggie und berichte Steven. 300 EPs und Cash. Na ja, gut, machen wir auch. Thanks. I'll be here. Cause I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Und die Verlorene. Okay, und die Genie. Genie, was ist los? I ran out in such a rush, I left my necklace behind at the hotel. It's in bungalow 6 in the silver section. My husband gave it to me. It means a lot to me. I'm offering a reward. Can you help me? Wegen einer Kette. Schwierigkeitsgrad einfach. Frauen. 500 LPs und ein Fleischermesser. Na dann. Thank you. Please be careful. Na klar. Ich bin ja auch eine Frau, ich muss ja zu ihr halten. Der Quest. Mein Schatz. Wir suchen eine Kette, keinen Ring. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier und machen im nächsten weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.